Hallo und willkommen zurück bei Star Wars Dark Forces. So, wir sind jetzt bedrohlich nah am Endgegner. So, da war doch erst noch mal ein paar. Oh, geez. Wow. Komm. Ah ja. Wunderbar. So, jetzt lassen sie eher schon mal hier umgucken. Na, wir wissen ja eigentlich, was passieren wird. Hier oben ist eine Haufe. Oh fuck. Das war schlecht. Gebe ich zu. So, okay. Also, bevor wir jetzt hier nochmal aufmachen. So Heildinger und Schilddinger, glaube ich, wo wir nicht aufgesammelt haben. Sehr schön. Das hat gefehlt. So, ja, gucke jetzt erst mal ganz brav die Türe da durch. Ich weiß gar nicht mehr, ob da jetzt... noch was war da, ob da noch einer kommt. Weil die Hühner ist der Oberschiff, das weiß ich noch. Ne, ich glaube, wir haben 200 Schild, die der Waffe, das ist gut. Das hat nur die... Hier ohne ist noch Schild und Heilung. Ach gut, wo kommt der her? Der Junge ist aber gerade explodiert. Sehr schön. Damals war es jetzt schon mal extrem doof dran gestellt. So, gibt das dann die... Moment, wo muss ich denn jetzt hin? Okay, muss ich mal gucken. War es das jetzt oder wahrscheinlich oder kommt da noch jemand? Das steht zu befürchten, weil sonst wäre das doch nämlich eine ziemlich kurze Episode. Ach guck mal, hier ist noch. Ah, guck mal.
lassen wir die da Waffe sicher ist sicher. No battery power. Oh, guck mal. Das ist so ein imperiales Shuttle. Oh. Oh, geht doch noch weiter. Mission complete. Yes. Setback. The force is strong with Katarn. Okay, das war's dann. Ein unfortunate setback für die Imperiale. Sehr schön. Mach's auch noch durch gerade. Wunderbar. Jo, war ein schönes Spiel, finde ich. Also das kann man auch heute noch richtig gut spielen, denke ich. Wenn man sich immer damit abgefunden hat, dass es halt keinen Mauslook gibt und dass man das halt irgendwie komisch per Tasche machen muss. War das einmal zwei spielbar. Klar, die Grafik hat jetzt ein bisschen gelitten. Aber man konnte noch alles relativ erkennen. Und ja, die Soundkulisse. Gut, dieser Adlib-Sound oder Soundblaster MIDI-Sound, der war noch nie so meins, aber wenn das halt die Star Wars Musik ist, dann passt das doch. Und vor allem mit den ganzen Soundeffekte, die machen halt echt viel aus. So die ganze ja. Ja, die Funksprüche da von der Stormtrooper oder die ganzen Geräusche von der Sonde. Und das macht halt richtig viel her. Das kommt richtig gut rüber. Da macht das kleine Mo so viel Spaß, die Sturmtrooper abzuknallen. Ja, ansonsten merkt man halt auch, dass es halt ein älteres Spiel ist. Ja, damals war es halt noch knüppelhart, kein freies Speichern, bist kaputt, kein Extra-Leben mehr, fangst halt neu an. War aber teilweise nicht so tragisch, weil wenn man mal weiß, was man eigentlich machen muss, waren die Levels gar nicht nur so lang. Muss man zuerst mal rausfinden, was man machen muss, aber dann kommt man eigentlich relativ schnell mal an den Punkt, wo man draufgegangen ist. Das war eigentlich relativ okay, muss ich doch sagen. Ansonsten, ja gut, gab ein paar Dinger, da wusste ich wirklich nicht, wohin. Zum Beispiel dieses Fahrstuhlding ohne Nosekugel, ich hätte das nicht rausgefunden. Das war ungefähr die Endstelle. Die letzte Level, die ginge eigentlich, da ist man relativ gut, aber ein bisschen Glück natürlich durchkommen. Ja, also Glück gehört immer dazu. Ja, also ich bin richtig, ja, ich finde es richtig gut, das Spiel. Bin jetzt auch froh, dass ich es nachgeholt habe. Und eine überarbeitete Version wäre eventuell nicht schlecht, so zeitgemäße Grafik und so. So aufpolierter Sound, das ist doch bestimmt richtig, wäre doch bestimmt richtig geil. Das sollte so mal machen, hätte ich nichts dagegen. Würde ich direkt nochmal spielen dann. Ja, ansonsten, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zugucken. Und wir sehen uns dann bei einem weiteren Let's Play hoffentlich. Bis dahin dann. Bye bye.